So, Daniel, wie schaut's aus? Hallo, Daniel, hörst du uns? Aber es klingt nicht völlig verrissen. So, probieren wir es nochmal. Daniel, okay, könntest du. Moment, müssen wir es hier nochmal ändern. So, man müsste das. Den Audioausgang bei euch noch einen Ticken hochdrehen. Hochdrehen? Brauchst du den Jamolus etwas hochgedreht? Nicht der Jamolus, denke ich, sondern wie ist denn der Streaming-Server jetzt gerade verbunden? Ist das Signal zum Stream zu leise? Ja. Also dann mache ich den lauter. So, wie schaut es jetzt aus? Ist es besser? Das dauert halt irgendwie 5 Sekunden noch Delay, das wissen wir erst gleich. Ich glaube aber, das ist mehr der Eingang. So, besser? Ja, könntest du den Eingang zu dem zum Streaming-Server noch ein bisschen aufdrehen? Hab ich jetzt gerade gemacht. Ja, ich meine nicht den Audio-Mixer hier, sondern ich meine wirklich den Input, was auch der Mischer, der da davor hängt. Ich habe im X-Split das nochmal hochgenommen. Ich meine nicht im X-Split. Hallo? Über den YouTube-Stream gehe, dann ist es immer noch sehr leise. Also, ich gehe jetzt. So, Daniel, wie ist das Signal zum Mischer? Also bei mir ist es immer noch sauleise. Ja, aber wenn ich den YouTube-Stream anhöre, ist es super leise. Okay, bitte.
Da hängt doch das Audio-Interface davor, oder? Der Ausgang von dem Audio-Interface geht dann in den Streaming-Rechner rein, in Line-In dort. Also, dann machen wir das mal lauter. Dann kommt er bei uns auch mehr an. Wie schaut's aus? Ist das laut genug? Woohoo! Ja, ich denke, man kann damit leben. Muss es halt so gehen. Also, das heißt hier links. Also. So, und wie kriegen wir jetzt die Leute dazu? Ja, es ist irgendwie. Die ganze Abstimmung stimmt gerade nicht mehr. Glaube ich, da ist irgendwas richtig durcheinander geraten. Das klingt gut, Daniel. Ich habe mich gerade online, dazugeschaltet mit dem Handy. So. Daniel, ich habe mich gerade mit dem Handy dazugeschaltet und es klingt gut bei mir. Klingt gut. Das klingt echt gut. Da, man hört uns alle, die Ton, Lautstärke ist voll in Ordnung, Sound ist gut, passt alles. Das war Absicht. Okay, ja, perfekt. Dann lassen wir es so. Wunderbar. So, wie schaut's aus? Das müssen die doch wissen, dass da ein neuer Link ist. Das habe ich einen Text reingeschrieben. Neuer Link. Okay. Guck mal auf Ich gucke jetzt gar nichts. Ich mache jetzt Musik, glaube ich. Ne? Das finde ich gut. Hast du den neuen Stream-Link schon hinterlegt gehabt? Ja, der ist drauf. Super. Der läuft schon. Wunderbar. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Tja, dann. Ja, dann. Let's dance. Let's dance. Papa braucht noch seinen Hund. Ja. Der Jungfer und Staat war ein bisschen holprig, aber das sind wir ja von unserer Politik gewohnt. Ne? Wenn man alles irgendwas Neues macht, dann holpert es und Lieferprobleme. Und naja, so ist es bei uns halt auch. Juhu! So, dann legen wir mal los. Bisschen Untermalung, Bruno. Also nachdem wir doch ein paar technische Probleme anfangs hatten, hoffe ich, dass wir jetzt ordentlich durchstarten können. Heute gibt es das Livestream-Konzert mit Hugger und Chips, live aus dem Probestudio. Und wir haben, wie sich's gehört, natürlich anfangs gleich ein paar technische Probleme. Aber ich glaube, die haben wir jetzt im Griff. Und jetzt beginnen wir mal. Wir begrüßen als erstes mal unsere Zuhörer. Und Zuschauer natürlich.
Wir winken erstmal alle kräftig. Wo sind wir denn? Komm, alle winken mit. Daniel, hallo. Wo winkst du? Grüße euch. Ja, wir brauchen immer ein bisschen. Hallo. So, und jetzt schaue ich mal, wer sich denn alles interessiert oder rückgemeldet hat von den Zuschauern. Wir begrüßen die Zuschauer in Marburg, in Düsseldorf, in Würzburg, in Bietigheim, Bissingen, in München. Kurz danach kommt natürlich Heimerdingen. Dann natürlich einige Städte im Schwarzwald, in Rottenburg und in Bad Saulgau. Und wenn wir jetzt noch vergessen haben, natürlich unsere Moderatoren. Denn Alex aus Frankfurt. Alex, wink mal kräftig. Hi, schönen guten Abend allerseits. Wir sehen, wir haben hier einen ganz kleinen wenig Zeitdelay. Das kommt dadurch, dass wir halt doch die Daten durch die Leitung durchquetschen müssen. Aber das kriegen wir hin mit ein bisschen Delay. So, ich stelle mal ganz kurz unsere Moderatoren vor. Der Alex, wie gesagt, aus Frankfurt. Der Daniel, der sitzt genau, momentan in Ostfildern. Ja, so, den müssen wir gleich noch ein bisschen lauter machen, das ist aber kein Problem. Ralf, würdest du das mal schön machen, den Regler vom Daniel noch ein bisschen, Daniel und Alex, die Regler noch mal ein bisschen hoch. Ich mache. Denn jetzt geht es offiziell los. Noch eine kleine Information, wir freuen uns, wenn wir ein paar Likes bekommen. Wir können, in YouTube kann ich, so viel ich weiß, nur einen Like geben, also das reicht auch, wenn wir zum Schluss vom Konzert sagen, da gibt es das Like und dann sind wir schon ganz glücklich. Und wenn ihr uns irgendeine Information schicken wollt, wir haben mit den Chats noch nichts gemacht, aber ihr habt die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben an info@hugo-chips.de. Das findet ihr auch auf der Website, wo ihr im Prinzip angefangen habt. So, Daniel, ich übergebe das Wort. Du darfst uns jetzt vorstellen und ein Wort an unsere Moderatoren, noch bevor ich es ganz vergesse. Der Alex und der Daniel, die haben den Moderatorenjob schon zu ihrer Schulzeit ausgeführt. Ja, da waren sie im Radio Besigheim monatelang online, hatten Fans bis zum Abend. Naja, nicht Monate. Und deshalb übergeben wir jetzt an euch das Wort. Ja, willkommen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute haben wir das Konzert von Hugo und Chips. Ich bin der Daniel, der Alex, mein Kollege, den seht ihr vielleicht irgendwann auch mal zwischendurch im Bild aufblenden. Das wechselt immer irgendwie relativ frei hin und her. Sag mal hallo, Alex. Ja, hi, ich schleiche mich zwischendurch immer mal wieder rein. Genau, perfekt. Ja, und heute wird das Konzert losgehen und wir haben heute unsere Juli da, in der Mitte im Bild, die ist unser Gaststar und vielleicht irgendwann auch mal Kernmitglied der Band, ja, wird singen und ja, da freuen wir uns schon ganz arg drauf. Und ich freue mich natürlich, dass Juli mein Töchterchen ist. Ganz genau. Und genau, wen ihr gerade schon ganz viel gehört habt, das war der Bruno, der ist Kernmitglied der Band, spielt Keyboard, Gitarre, Bass und singt ebenfalls gelegentlich. Und am anderen Ende des Bildschirms haben wir den Ralf, einen unfassbar talentierten Gitarristen, unser Western-Star hier, so richtig im Look. Und ja, außerdem bedient er unten mit den Füßen noch das Schlagzeug und singt ebenfalls. Ja, dann wünsche ich euch dann viel Spaß. So, mit was geht's los? Wir fangen an mit dem guten Johnny. Ja, der Johnny Cash. Und der hat seinerzeit gesungen von einem Ring of Fire. Okay. Viel Spaß allerseits. Dankeschön. Und los geht's. Is a burning thing and makes a fire in me. Found the wildest side. I feel in the ring of fire. I fell into the ring of fire. With dance, 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 dance
flames burn. The ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. It burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Taste of love is sweet. When hearts like ours beat. I felt for you like a child. Oh, the fire was high. I fell into the burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burned, burned, burned. The ring of fire, the ring of fire. I fell in. To burning ring of fire, when turns, burns, burns, and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring. Jawohl, wunderbar. Ja, vom Johnny kommen wir zum Kenny. Ja, und zwar hat der gute Kenny Rogers damals eine junge Dame kennengelernt namens Lucille. Währenddessen geht einer unserer Musiker aus dem Bild raus. Wunderbar. Oh, haben wir euch ein bisschen runtergestellt. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nächsten Song Kenny Rogers, Lucille. So, wie ihr seht, wechseln wir hin und wieder Instrumente, dass wir auch ein bisschen fit bleiben. Und alle schunkeln mit. In der Bar in to lead her across from the depot, and a bastard she took off her ring. I thought I'd get closer, and I walked on over and set her name on her name. When the drink finally hit her, she said, I'm no quitter, I finally quit living on stream. Hungry for laughter, and here ever after, whatever the other life brings. In the mirror I saw him, I closely watched him, I thought how he looked out of place. She came to the woman and sat there beside me, he had a strange look on his face. The bent hand was callous, he looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. He started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, you picked a fine time to leave me, Lucille. Four hungry children and the grubs in the field. I've seen some bad times, lived through some sad times, but this time your hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. After he left us, your daughter
more whiskey. Thought how she made him look small. From the lights of the beer room to the rented hotel room, we walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, I must admit I've lost my mind. I couldn't hold him, the words that he told him keep coming back time after time. You picked the fine time to leave me, Lucille. Four hungry children and the crops in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucille. Four hungry children and the crops in the field. I've had some bad times, lived through some sad times, but this time you're hurting won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucille. You picked a fine time to leave me, Lucy. Also ganz ehrlich, so einen guten Applaus hat man momentan bei der Fußball-EM auch nicht. Ja? Da können wir definitiv mithalten, würde ich sagen. Ja, ja, wir kommen jetzt von Penny wieder zu dem Johnny, nämlich zu John Denver. Und der gute John, der ist momentan auf dem Heimweg in Richtung West Virginia auf die Landstraße. Und ja, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit Country Roads von John Denver. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is so there, older than the trees, younger than the mountains, growing like the breeze. Country roads take me home to a place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, my country home. All my memories gather round to miner's lady, stranger to water. Dark and dusty, painted on the sky, mystic taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country road, take me home to the bay. A voice in the morning, how she calls me. Radio reminds me of my home far away. Driving down the roads, I get the feeling that I should have been on yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place. Take me home to the place to the place.
take me home, my country road. Take me home, my country road. Das war John Denver, der ursprünglich übrigens Henry John Deutschendorf Junior heißt. Wieder etwas früher. Technische Probleme, aber da passt eigentlich unser nächster Song sehr, sehr gut dazu, von den Eagles, die davon sehen, dass man alles mal so ein bisschen lockerer nehmen soll. Und die Zeiten sind ernst genug momentan, deshalb würde ich sagen, let's take it easy. Viel Spaß. Well, I've run down the road, I lose my love, I accept the woman on my mind. Four miles to know me, two miles to know me, won't say to pray in mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own. Unser nächster Interpret sagen. Der gute Billy Ray Cyrus, der hat ein bisschen Herzschmerz. Ja, das soll vorkommen. Und er ist davon in seinem Song 1992 rausgekommen, namens
Achy Breaky Heart vom Hi-Ha Herzschmerz. Und ihr dürft alle mittanzen zu Hause. Mind blow up and kill this man. Woo! Wenn das Herz nicht gebrochen ist. Das war's super. Ja, und als nächstes gehen wir jetzt über zu Liedern, die es nicht nur auf Englisch gibt, sondern auch auf Deutsch. Und zwar vom nächsten Lied ist das die Melodie und mit einem bisschen anderen Text in einer anderen Sprache dann bekannt als Ein Bett im Kornfeld. Und zwar geht es jetzt weiter mit Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers. Ich wünsche euch viel Spaß. There's a reason for this sunshine sky. There's a reason why I'm feeling so high. Mount the seasons when the lilac shines all around us. So let the feeling grip you deep inside and send you reeling. When love gets tight and girl is stealing through the summer nights. Let your love flow like the mountain stream. Let your love grow with the smallest of dreams. Let your love flow, and you don't know what it means. There's a reason. So let your love fly
There's a reason for the warmer sweet night. There's a reason for the candle's light. Master seasons and those love bright chimes all around us. So what you tender, take you beam to space and lay you under. Super Song. Ja, und jetzt gehen wir über zu einer Band, die ich bis vor einer kurzen Weile eigentlich fast gar nicht kannte. Deutsche Band, kommen aus dem Norden, spielen wichtigen Country, richtigen deutschen Country Rock. Und zwar geht's jetzt weiter mit dem Wild Wild West. Der wilde, wilde Westen, der fängt schon hinter Hamburg an. Ja? Und wir befinden uns gerade an einer Autobahnraststätte. Genau. So heißt nämlich auch die Band Truckstop. Exakt. Viel Spaß. Die kleine Country-Band, die heute jeder kennt, die hat's nicht immer leicht gehabt. Spiele schon in als es noch keine Panik gab. Ein Jatze sagt immer, es ist mir zu banal. Es gibt doch keine Cowboys hier. Wir sind doch keine wilden Westen. Er hat sich schwer gekehrt. Der wilde, wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio in Maschen.
Und kennt ihr das, wenn man einen Song unbedingt hören will, aber es einfach nicht kommt? Man wartet drauf, man guckt irgendwo nach, man findet es einfach nicht. Und so ging es hier jetzt beim nächsten Song auch einem Trucker in seinem Wagen. Wartet und wartet und kriegt den Song einfach nicht, den er sucht. Nämlich den Dave Dudley, den will er doch unbedingt gerne hören. Aber, tja, hat kein Glück. Auch nicht auf Nachfrage. Oh. Wünsche euch viel Spaß. Nochmal mit Truckstop. Es ist schon weit nach Mitternacht, der Tag ist längst vorbei. Wir fallen gleich die Augen zu, verdammte Fahrerei. Der NDR bringt Tanzmusik, die kriegt nichts anderes rein. Es geht so durch die 6 Uhr früh, ich glaub, ich schlaf gleich ein. Ich möchte so gern Dave Dudley. Unseres nächsten Songs fragen können, wann wird es denn mal wieder richtig Sommer? Aber wenn ich jetzt hier so aus meinem Fenster rausgucke, da ist der Sommer schon längst da. Ja. Und wir kümmern uns jetzt aber darum, ob der Sommer denn auch in der City of New Orleans angekommen ist. Denn wir hören uns jetzt die englische Version an von Steve Goodman, City of New Orleans. Viel Spaß! Ja. Der Sommer hat tatsächlich schon angefangen. Ich hatte nämlich vor einer kurzen Weile schon meinen ersten Sonnenbrand dieses Jahr. Ach, du auch, ja? Ja. Ja, da gehen wir draußen ein bisschen spazieren. Also warm ist es da nicht.
zack, ist alles rot. Ja, ganz genau. Da muss man echt aufpassen mittlerweile. Es geht super schnell. So. Let's go. Viel Spaß. Riding down the city of New Orleans, in the center, Monday morning rain, 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks of mail, all along. Beim nächsten Song, das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte, als wir uns damals die Playlist angeguckt haben, der gute Daniel und ich, da dachten wir uns, oh, Zillertaler Schürzenjäger. Eieiei. Naja, und dann haben wir aber wirklich gedacht, bei der ersten Probe, der Song klingt echt gut. Ja, das ist dann immer so ein seltsamer Moment für bei Anfang 30er auf einmal feststellen, dass ein Song von den Zillertaler Schürzenjägern mögen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen,
Mir gefällt die Version von Hugo und Chips besser als das Original. Daher jetzt ein echter Leckerbissen für euch. Glory, Glory, Halleluja. So, dann hoffen wir, dass wir unsere Moderatoren nicht enttäuschen und dann wollen wir mal loslegen. Spaß gemacht. Vielen Dank, Leute. Super viel Spaß gemacht. Wir haben mittlerweile 17 Zuschauer.
und Zuhörer hoffentlich. Oh, yeah. Und wir kommen jetzt über zu einem Song, der unfassbar oft gecovert wurde. Einfach, der hat so dermaßen viele Cover und Titel. Der ist unter anderem in Deutschland und ein Zug fährt durch die Nacht rausgekommen. Oder von Santiano erst kürzlich, vor 8 Jahren, als bis ans Ende der Welt. Und ist sonst bekannt als 500 Miles Away from Home. Oder einfach nur 500 Miles. Unter anderem sehe ich hier gerade auch als 5000 Meilen von zu Hause. Keine Ahnung, irgendwie scheint sich die Zahl auch gelegentlich zu ändern. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Da gab es wahrscheinlich auch Minimum 500 Cover davon. Gut möglich. Stop them there, say them soon, the tide return, I'll be free, I come home to my country, come with soon, the tide return, I'll be free. If you miss the train I'm on, you will know. Gleich kommen wir zu einer Besonderheit, denn die liebe Jubi wird gleich den Gesangspart übernehmen. So. Beim Song Jolene von Dolly Parton. Jetzt habe ich noch eine Frage an unseren Musiker. Wir hatten mal darüber gesprochen, nach dem nächsten Song eine Pause zu machen, je nachdem, ob. Wie sieht es denn da aus?
Ja, das können wir schon machen. Wir müssen ein bisschen lüften hier, ne? Weil wir haben uns jetzt so richtig heiß gespielt und dann müssen wir ein bisschen frische Luft reinlassen und unsere Zuhörer können ja auch vielleicht ihr Bier auffüllen, ihren Sekt auffüllen, ihre Wurst vom Grill holen oder wir machen eine Pause. Genau, dann machen wir das so. Wir haben jetzt übrigens gerade 18 Zuschauer. Hey, juhu! Ja, wow. Da kann man sich nur freuen. Genau, dann viel Spaß bei Jolene von Jolene. So, dann nutzen wir die Pause. Lasst euch das Bierchen schmecken oder das Fläschchen Wein. Oder vielleicht habt ihr sonst was Leckeres. Und wir sind in genau 10 Minuten wieder dabei. 10 Minuten. Und dann geht's weiter mit ein paar schönen Country-Titeln. Daniel, ihr habt das letzte Wort vor der Pause. Ja, naja, wir
werden die Pause über hier sein. Wir unterhalten euch hier ein kleines bisschen weiter. Genau, wir werden dafür sorgen, dass sich unsere wieder 18 Zuschauer gut unterhalten fühlen. Und ja, so mancher mag es ja mitbekommen haben, trotz Corona, dass momentan die Fußball-EM ist. Puh. Na, da gehen wir doch. Und es gab jetzt tatsächlich. Auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist. Und der gute Eriksen, heißt der Mann, wurde dann und ist mittlerweile im Krankenhaus und bei Bewusstsein. Genau. Wir dachten, wir geben euch das mal weiter. Falls es euch interessiert. Hat sich, hat sich jetzt zum Glück zum Guten gewendet, die ganze Geschichte. Aber nachher geht es sicher auch noch weiter. Im Chat hat sich jetzt zum Glück eine Unterhaltung entwickelt, noch auf eine positive Note wiederzukommen. Auf das andere ist irgendwie auch positiv, aber naja. Ja, Leute singen mit, Leute haben Spaß, das ist super, das freut uns ganz arg. Dazu ist die ganze Veranstaltung nämlich auch da gewesen. Definitiv. Absolut. Und ja. Ja, lieber Chat, ihr könnt da auch reinschreiben, ihr könnt euch irgendwas sagen. Wer seid ihr denn so? Habt ihr Spaß? Findet ihr die Liederauswahl gut? Habt ihr Fragen an uns? Ganz genau. Könnt ihr gerne stellen, auch zur Band, soweit wir die beantworten können. Vielleicht sind wir da nicht bei allen Antworten ganz fit, aber ja versuchen kann man es auf jeden Fall mal. Genau, und wir plaudern jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Exakt. Ja, machen wir mal das Nähkästchen auf und was finden wir denn da, Daniel? Das ist eine gute Frage. Ja, wir könnten ja einfach damit anfangen, was Bruno vorhin so erwähnt hatte. Wenn wir zu uns kurz kommen, wir haben nicht monatelang Radio gemacht. Nur um eine kleine Korrektur anzumerken. Es war eine Woche bei einem Radioprojekt von Alex Bruder. Radio Basic haben damals zusammen mit einer Realschule ausbildet, Werkrealschule war auch noch dabei. Und da haben wir damals eine Woche lang tatsächlich live im Radio dann gespielt und haben da auch sehr viel mit den örtlichen Schulen dann zusammengearbeitet und die haben auch Sendekonzepte entwickelt. Und ja, uns war eigentlich schon lange klar, dass 15 Jahre, ja, wir werden auch langsam alt, wir quasi uns nach einer weiteren Gelegenheit gesehnt, mal wieder was zu moderieren. Weil wir uns jetzt auch schon seit, also überlegen, ja, 20 Jahren kennen wir uns dieses Jahr. Ja, stimmt. 20 Jahre, aber alter Schwede, 20 Jahre. Ja, die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Ja, die Haare werden grauer. Oder länger komplett bei manchen. Ja. Well, ganz genau. So, ja, ein paar Zuschauer scheinen uns, die kommen wieder, die Zuschauer kommen wieder, Zuhörer vielleicht kommen auch wieder. Ja, nee, das Radioprojekt damals hat extrem viel Spaß gemacht. Das ist uns beiden einfach praktisch für immer in Erinnerung geblieben und wir wollten das generell einfach mal so ein bisschen wiederholen. Und da hat sich das jetzt extrem gut angeboten, finde ich. Ja. Zu Band. Die Hugo & Chips Band existiert jetzt schon seit einigen Jahren. Hat schon immer wieder mal Auftritte gehabt, einfach in verschiedenen Locations, ist auch buchbar, kann man jetzt auch mal ein bisschen Werbung noch machen, shameless plugs, könnt ihr euch bei ihnen melden, einfach per E-Mail an info@hugo-chips.de, falls ihr eine Band für Geburtstage oder sowas braucht, einfach melden. Sind da, denke ich, sehr froh, wenn da Sachen reinkommen. Die Band ist nicht hauptberuflich am Spielen in der Band, sondern sind alle anderweitig beruflich beschäftigt, aber machen das zum Spaß und auch for profit. Genau. Ja, und wenn ich jetzt denke, das ist eigentlich schon sehr, sehr cool, aber so,
Ja, so Country oder sowas, ich weiß, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz mein Ding. Ich wäre lieber, keine Ahnung, Queen oder Sunrise Avenue oder Udo Jürgens, ja. Nicht verzagen, das haben die Damen und Herren von Hugo und Chips natürlich auch im Programm. Da dann einfach bei Bedarf nachfragen und dann sind wir sehr, sehr sicher, dass es da auch was Auch was für euch gibt. Passendes für euch gibt. Genau. Genau. Die Infos einfach generell findet ihr auf der Webseite. Ja, hugo-chips.de. Genau. Aber jetzt so ein paar jo. Chips wären aber auch genial, oder? Das wäre wirklich schön jetzt, ja, das stimmt. Habe ich leider keine da. Hab ich vergessen zu Noch ein besorgen. Dip dazu. Also. Ich habe nicht mal Hugo hier. Hätte man jetzt ja richtig schön passend machen können, aber nein, natürlich wieder mal nicht. Das stimmt. Ja. Hugo habe ich aber gestern getrunken. Ab was? Ja, Wie das? die Zuschauerin aus Marburg, die war hoffentlich dann auch schon mal in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. Und da gibt es eine wunderbare Weinterrasse. Genau, das Kuriose daran ist, man fühlt sich dann immer sehr, sehr heiter, weil ein typisches Viertelglas nimmt. Dann machen die es immer bis zum Rand voll und dann wundert man sich immer, warum man von einem Glas schon leicht eingetüdelt ist. Wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich muss da mich nicht mehr wundern. Ja. Blieb es denn bei einem Glas? Ja, nach einem Glas tatsächlich. Also das sind dann 200 Milliliter. Ja. Feinster Frankfurter Wein. Und nicht Apfelwein, dafür ist ja Frankfurt eigentlich auch sehr bekannt. Ja, allerdings, ich muss den immer noch bestellen. Ja, also wir haben ja auch schon gesagt, wir machen dann mal ein Austauschprogramm mit Frankfurt und Stuttgart mal wieder, wird Genau, Zeit. ich bringe dir Kohl mit. Genau, Von den Feldern. ganz genau. Und nicht der gute Äppelwein aus. Ja, genau, jetzt aber genug Werbung für die Frankfurter Apfelwein-Szene gemacht. Denn, wie wir alle wissen, Kenner trinken Württemberger. Na. Württemberger Wein. Ganz genau. Und nein, dieses Spiel ist leider nichts, weder von Apfelwein noch von Württemberger Wein gesponsert. Aber was ja nicht ist, kann noch werden. Also, Wer wir sind weiß, nachher definitiv meldet offen sich noch dafür. jemand. Ja. Eben. Ja. Falls ihr unseren Stream hier sponsern wollt, den nächsten, das nächste Konzert irgendwann mal, meldet euch. Tja, ja. wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, wir sind hier sehr, sehr ernst bei der Arbeit. Natürlich, Ja. absolut. Und ja, sind auch darauf aus, nur seriöse Unterhaltung zu bieten. Ja. Und da macht sich dann auch mal kurz der Teller von dann. Ist alles okay bei dir? Ja, es war kein Teller. Ich bin gegen was gestoßen. Das hat sich dann etwas gescheppert. Kathi hatte mir nämlich gerade ein Glas Wasser gebracht. Ah ja, Ich habe okay. nämlich auch was für die Pause zu trinken. Sehr schön. Dann Prost! Und ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen zu muten. Upsa, sorry Leute. Ja. Jetzt musstet ihr das alles auch mit anhören. Ja, das gehört zum Live, zur Live-Atmosphäre dazu. Ja, Fehler. Ja, aber so etwas lebt ja auch eine Veranstaltung. Das Genau. stimmt, das ist vollkommen korrekt. Wir sind gerade seit 77 Minuten online. Oh ja. Verrückt, Und die Zeit vergeht aktuell auch. 14 Zuschauer und haben tatsächlich auch schon 7 Likes. 8 bei mir. Acht sogar. So, weiß nicht genau. Aber YouTube synchronisiert das manchmal nicht gleich. Ich Nein. glaube, das dauert eine Weile. Ich hoffe nur, dass wenn wir jetzt gleich mit unserem Überbrückungsblock fertig sind, dass es dann aus den 7 Likes keine 7 Dislikes geworden ist. Hoffentlich. Kann man nur wirklich Hoffentlich, drauf genau. hoffen. Ja, es geht jetzt dann auch irgendwann mal weiter. Ja. Und zwar werden wir jetzt übergehen erstmal zu verschiedenen Titeln, die aus Filmen und Serien bekannt sind.
Ich werde jetzt noch nicht ganz vorwegnehmen, was jetzt gleich kommt, aber ihr kennt sicher den einen oder anderen Song. Alles sehr, sehr bekannte Lieder, machen sehr viel Spaß. Genau. Und danach geht es dann weiter mit Liedern, die nicht hundertprozentig in den Country-Bereich fallen, aber passen. Einfach die passen einfach so zum Genre, sind aber halt nicht explizit jetzt Country-Songs. Genau. Und ja, man darf sich dann übrigens auch auf einen gewissen Herrn Presley freuen. Nur mal so als kleiner Amüsbölle quasi. Kleiner Freund. Ganz genau. So, der wird uns noch zweimal begleiten. Ich wollte jetzt mal so, in unser Live-Studio rein und sehe, unsere MusikerInnen haben wieder ihre Plätze eingenommen. Ja, so, wir haben vorsichtshalber schon mal den Hugo mitgebracht. Wir haben den ersten kleinen Schluck schon getrunken, so wie sich das für Hugo und Chips natürlich auch gehört. Weil das ist bei uns so eine Amtshandlung, die müssen wir während der Probe mindestens einmal machen, meistens am Ende der Probe. Aber zwischen dreien, wenn es mal dach zu heiß ist, so ein kleiner Hugo, der erfrischt immer, der kommt direkt aus dem Kühlschrank. Und wir haben gerade jemanden beauftragt, nach einem Chip zu gucken. Wir gucken mal, ob wir euch zum Schluss auch noch ein paar Chips servieren können. Leider kann man es nicht durch den Bildschirm durchgeben, aber ich kann euch nur sagen, der schmeckt immer lecker. Wie geht's euch drei denn? Wie geht's unserem Musiker denn? Ist er denn gut drauf? Wir sind super drauf. Juhu! Okay, dann würde ich sagen. Die Pferde sind gesattelt. Wir können losreiten. Wunderbar. Es geht erstmal weiter mit einem Song, von dem ich nie gedacht hätte, dass der Text so dermaßen Metal ist. Achtet mal drauf. Hit's mit. Ich wünsche euch viel Spaß mit Johnny Cash und oder Burl Ives mit Ghost Riders in the Sky. Oh, oder auch nicht. Nee. Oder vielleicht doch? Ich weiß nicht genau. Doch. Juli ist gerade aus dem Raum gegangen, sehe ich. Hallo? Sie hat nur ein bisschen frische Luft reingebracht. Genau. Ah ja, wunderbar. So, Ghost Rider in the Sky ist ein Titel, da riecht man, da hört man, da schmeckt man den Country so richtig. Da knallt der Country, man hört die Pferde durch die Prärie reiten, man hört, wie die Peitsche knallt. Und dieses Feeling wollen wir euch jetzt rüberbringen. Ja! Riding out one dark and windy day. Upon a ride he rested as he went along his way. When all at once a mighty hill red across his soul, low through the red sky, and up a cloudy road. The brand was still on fire and the hole was made of steel. The hole was black and skinny and the hot breath you could feel. Of all the fear ran through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and he heard one mournful cry. Yippee-i-yo, ghost riders in the sky. Thank you.
Midas lit them by him, he heard them call his name. You want to save yourself from hell, the riding on the rain. And Calvary chained your way today, oh, with us you will ride, ride, catch the devil hurt across this and the sky. Yippee-yi-yi. Ich glaube, da hat jeder die Pferde traben gehört. Ein wunderschöner Titel. Ja, apropos Pferde, die werden ja ganz gerne dann am Western Saloon abgestellt. Und immer dann um High Noon gibt es dann das berühmte Duell, wo sie zwei Kontrahenten gegenüberstehen. Und ja, passend zum Titel High Noon. Passend dazu ist unser nächstes Lied auch Teilung. nämlich von Frankie Lane. Viel Spaß. Yeah.
Ja, Heine. Das war Heinung. Und jetzt geht's weiter mit einem Song, den ihr sicher alle aus Blues Brothers kennt. Wo sie vorne standen, hinter dem Netz, das seltsamerweise lauter Flaschen zerbrechen lässt. Die ganze Zeit fliegen welche und alle gehen kaputt. Und jetzt geht's weiter mit Rawhide. Yeah. Ja, und jetzt geht's weiter mit einem Song, der sich um eine alte Mythe der amerikanischen Ureinwohner dreht. Nämlich, dass, wenn ihre Zeit gekommen ist, sie einen flammenden Stern sehen. Und der führt sie dann ins Afterlife, in ihr, wie heißt es nochmal? Mir fehlt das Wort, Mensch. In die ewigen Jagdgründen. Genau. Und zwar gespielt, oder von der Song selber, ist von Elvis Presley, aber jetzt hier in der Interpretation von Hugo und Chips. Ich wünsche euch viel Spaß mit Flaming Star. Oh, ein Halbton höher. So, jetzt kommen wir mal auf die Tour. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. When a man sees his flaming star, he knows his time. His time is come.
Dankeschön, der Beifall ist wie immer gerechtfertigt. Oder? Haben wir früher schon behauptet. Genau, keiner hat's glaubt. So, ja, wir bleiben tatsächlich bei den amerikanischen Ureinwohnern. Wir kommen zu einem Song von The Shadows. Viel Spaß dabei. Da kommt ein anderer Apache. Okay. Thank you.
von Dunnen. Das war super. Tja, und jetzt lassen wir die Film- und Serientitel in Anführungszeichen hinter uns und wir gehen weiter zu den artverwandten Songs. Ja, wir beginnen mit einem Song von dem Mann mit der Schmalzlocke, der ganz gut tanzen kann. Und ja, ein blauer Mond über Kentucky. Ein Lied, mit dem Elvis tatsächlich wirklich groß geworden ist. Und ja, genau. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Was ich absolut noch erwähnenswert finde, während Apache hatten wir gerade 20 Zuschauer. Ja, richtig, genau. Wir begrüßen den weiteren Zuschauer. Ein Hello! Oh, yeah. Das hätte fast ein Hut viel Spaß, Leute. Eine Hutaufsätze gegeben, aber der Hut ist leider weg. Verschwunden. Den finden wir Nirvana. Du hast keinen Hut mehr. Nein. Wir spielen Country und du hast keinen Hut Mann, mehr. Juli, komm, hol meinen Hut. Wo ist dein Hut? Juli, das ein Hut. Das geht ja gar nicht. Mann. Ein Lied ohne Hut. Ein Lied ohne Hut, deswegen spiele ich so komisch. So. Jetzt haben wir es mit Hut. Oh, der Hut wird gesucht. Der Hut wird weiterhin gesucht. Los geht's. Ohne Hut kann man ja keine Gitarre spielen. Das geht ja nicht im Moment. Bass, das geht ja gar nicht. Und alle singen mit. Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Keep shining bright. Kentucky. Ja, und weiter geht's jetzt mit einem Song über Sally. Und Sally, die reitet gerne auf ihrem Mustang. Oder vielleicht fährt sie auch gern mit ihrem Mustang. Denn das Lied, das kam 1964 raus, da wo auch der erste Mustang rauskam. Der ganz berühmte, den wahrscheinlich auch viele Leute kennen vom Aussehen. Cooles Auto. Würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal fahren, aber ich glaube, da kommt man nicht so easy ran. Ja. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Mustang Sally. Mm-hmm.
must send me. Ja, und weiter geht es mit Tom Dooley, der wird gehängt von dem Sheriff lokal, hat was verbrochen und wurde gefangen und geschnappt
und jetzt abgeführt. Und er wartet nur noch darauf, bis seinen letzten Atemzug macht. Da geht's vor. Ganz genau. Throughout ich history. Viel Spaß mit Tom Dooley. Every man has songs written about eternal trying. The next one tells the story of Mr. Grayson, beautiful woman, a condemned man named Tom Dooley. The sunrise tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Einem Künstler, der leider auch schon nicht mehr unter uns weilt. Er hat aber tatsächlich auch schon in meiner und Daniels Heimatstadt wie ein bisschen ein Konzert gegeben, der gute Avicii. Und ja, das nächste Stück heißt Hey Brother. Und damit ein Gruß an alle Brüder da draußen und natürlich auch an meinen Bruder im Geiste, mit dem ich ja jetzt gerade dieses tolle Konzert kommentieren darf. Vielen Dank. Auch ein Gruß an dich. Grüße zurück, Spaß, könnte man sagen. Ja. Viel Spaß. Ja, und die alle ganz anders. Das sowieso. Hey, brother, there's an endless road to be discovered. Hey, sister, doing water sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky come falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Ja, das war Hey Brother von Avicii. Und wir gehen weiter zu Creedence Clearwater Revival. Und ein Song, in dem es um jemanden geht, der sehr lange For the Man geschafft hat. Und dann den Job aufgegeben hat. Und da keinen Bock mehr drauf hatte, würde ich mal sagen. Und im gleichen Jahr rausgekommen wie Woodstock und Apollo 11. Proud Mary. Viel Spaß. Okay. 1, 2, 3, 4. Zitieren. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zu spät? Wir sind tatsächlich schon am vorerst letzten Song angekommen und kommen jetzt von Roland zur Rose von Betty Midler. Und wenn mich meine Notizen nicht drücken, dann wird unsere Juli dazu singen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß. By the Rose from Betty Miller. Some say love
Das ist einen besonderen Beifall wert. Ich höre die Zuschauer auch zu Hause am Bildschirm klatschen. Das war wirklich super schön wieder. Absolut. Ja. Zugabe, Zugabe, Zugabe. Ich höre hier, jemand schreit nach Zugabe. Zugabe. Also wir wollen unsere Zuschauer mal auffordern, wenn sie schon irgendeinen Daumen hoch oder einen Daumen runter streamen oder sonst irgendwas uns geben können. Vielleicht geben ja die 20 Daumen nach oben oder vielleicht 19. Oh, vielleicht sind es jetzt 21. Oder 21 oder sind es schon 30? Like and subscribe. Es sind 8 bei mir. Aber wir haben 20 Zuschauer gehabt, voll super. Und die Leute wollen Zugabe, ich sehe es schon gerade im Chat. Was wollt ihr denn spielen? Worauf habt ihr denn Lust? Wir haben einen Titel rausgesucht aus dem Jahre 1961 und sind wir schon fast beim Ereignis des morgigen Tages. 1961, die Gruppe Tokens, die standen auf der Bühne, 5 Mann, 5 Stimmen, ein Chor ohne Ende, eine Bewegung in ihrem Tanz, das war fantastisch. Zur damaligen Zeit unglaublich und wir versuchen diesen Zauber jetzt zu übernehmen. The Lion Sleeps Tonight. Oh,
darling, don't cry, my darling, the lion sings tonight. Und alle. Tonight. So, dann lassen wir den Löwen auch schlafen, würde ich sagen. Und bei uns fehlt auch nicht mehr viel, dass wir zum Sleepen gehen tonight. Nur klopft bei uns noch jemand an die Tür. Knocking on heaven's door. Ich glaube, Ralf war etwas überrascht. Ja, ich meine, wenn auch Bruno möchte. Überraschung. Ja. Wir sind ja hier alle Meister des Improvisierens. Eben. Dann nehmen wir einfach auch einen Schluck von Hugo. So, Hugo und Chips. Beim allerletzten Titel wollen wir nochmal ein bisschen vom Gas runtergehen. Nochmal ein bisschen davon schweben. Und in einem Titel von Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door, ich glaube, das ist der richtige Titel, mit dem wir nachher vom Wohnzimmer oder von unserer Gartenparty langsam nach oben schweben ins Bett, uns dort fallen lassen. Was Schönes träumen. Wir bedanken uns für alle Zuschauer, die dabei waren. Wir bedanken uns von unseren Moderatoren, die wirklich eisern durchgehalten haben, und auch die Fans und alle, die mitgeeifert haben, obwohl wir am Anfang so ein bisschen so die technischen Raffinessen der Computer ein bisschen Zeit gebraucht haben, um die einzufangen, aber wir haben es geschafft, und ich glaube, es war ein super schönes Konzert, und auch die Juli hat heute in der ersten Runde so fantastisch mitgesungen. Einen Beifall. Daniel, wo ist er? Hier. Ganz viel Beifall. Alle zu Hause dürfen natürlich noch lauter klatschen. Und bei uns geht's zum letzten Titel. Knocking on Heaven's Door. I can't shoot.
them anymore. Go black cloud is coming down. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dankeschön. Das war super schön, Leute. Vielen Dank an euch. Wir sagen vielen Dank für alle Zuschauer, für die Zuhörer, Zuschauer, für alle. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und auch alle, die im Hintergrund fleißig geholfen haben, dass wir dieses Konzert hier auf die Art und Weise haben praktizieren können und so über die Corona-Krise ein Stückchen drüber gehoppelt sind. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir uns entweder beim nächsten Livestream wieder hier sehen oder vielleicht schaffen wir es dann sogar Open Air bei irgendeinem Gartenfest, bei irgendeiner schönen Party, dass wir uns live treffen und richtig Gas geben. Wir sagen zum Schluss tschüss miteinander, habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Auch von unserer Seite einen ganz schönen Abend und ganz viele Grüße an die Band. Ganz vieles, riesiges Dankeschön an die Band. Ihr habt ein wirklich ganz, ganz klasses Konzert hingelegt. Kann man nur sagen. War super toll, hat super viel Spaß gemacht. Danke, kann auch den Chat dabei noch kurz sagen. Der Chat ist auch super begeistert. Hat wirklich allen Spaß gemacht, die dabei waren. Ja, freut mich sehr, dass das alles so gefunden hat. Ja, und Bruno, dir wünsche ich dann morgen auch noch einen ganz schönen, ganz besonderen Tag. So eine ganz besondere runde Zahl morgen dann. Das wird ja super. Aber ich sag's jetzt mal nicht. Geheimnis. Ganz genau. Nix. Du könntest Wer vielleicht erahnen. Wer 1961 nicht aufgepasst hat, der hat's jetzt auch nicht gemerkt. Genau. Könnt ihr euch vielleicht ausrechnen. Ja. Und dann sagen wir
Daniel, auch nochmal vielen herzlichen Dank. Du hast das letzte Wort und dann klicke ich. Auch der Alex. Alex, natürlich. Alex, komm, du auch nochmal ein Abschlusswort. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Und ich muss vielleicht an der Runde auch noch sagen, der Alex und der Dalien, die betreuen uns oder begleiten uns jetzt seit 4 Wochen, jede Woche einmal bei der Probe. Wir haben jedes Mal ein kleines Stückchen wieder irgendwas auch dran geschraubt. Ihr seht auch, es ist gar nicht so einfach, so ein Streaming-Konzert zum Laufen zu bringen, aber es war super klasse. Wir sagen Tschüss, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Alle winken. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.